So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, ich würde sagen, wir machen das als einen kleinen Einkaufsvlog. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wo ich einkaufen gehen soll. Tja, jetzt ist es 50-50 und die Entscheidung ist durch meinen Arbeitskollegen gefallen, denn den habe ich jetzt gerade gefragt und er würde zum E-Center gehen und deswegen fahre ich jetzt zum E-Center und nehme euch ja ein bisschen mit vielleicht, beziehungsweise kommt auf jeden Fall ein Food Haul online. Ich würde mal sagen, ich bin fertig. Ich gönne mir jetzt hier einen Starbucks Karamell Macchiato. Freue ich mich jetzt drauf. Und ja, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde heimfahren. Aber hat Spaß gemacht. Ja, was da in so einem großen Laden immer das Problem ist für mich, ich verliere da immer ein bisschen den Überblick. Also für mich sind es einfach zu viele Produkte, die es da gibt. Aber es war mal wieder sehr interessant, im E-Center gewesen zu sein. Denn normalerweise gehe ich ja Rewe oder Aldi, manchmal noch Edeka. Aber ja, so im Großen und Ganzen hat es mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, es war zu viel. Und was mir gefehlt hat, waren... Wo waren die Lebkuchen? Ich könnte die nämlich das ganze Jahr essen. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall nach Hause fahren und dann sehen wir uns zum Food Haul. So, dann zeige ich euch jetzt mal ganz genau, was ich gekauft habe. Und zwar, ich habe griechischen Joghurt gekauft. Leider gab es diesen Alpro Kokosjoghurt nicht. Und deswegen, ja, habe ich mich jetzt einfach für den entschieden. Den Kokosjoghurt kaufe ich halt dann wieder, wenn ich bei Rewe bin. Genau, dann durfte noch mit. Und zwar ein veganer Schokopudding. Diesen Chocolate werde ich mal testen. Freue ich mich mega drauf. Wie der schmeckt, genau. Und dann habe ich noch, das ist aber ein normales Schokopudding, Schweizer Schokolade von Mövenpick, auch einfach so zum Probieren. Ich teste ja immer gern aus und genau. Dann durfte Mozzarella mit. Dann habe ich zweimal Mezzomix Zero mitgenommen. Die hatte ich auch, glaube ich, schon ewig nicht mehr, zumindest gefühlt. Und dann habe ich noch zweimal Fanta Zero mitgenommen, also das reicht dann mal. Dann habe ich in den Einkaufswagen geschmissen ein Vollkorntoast. Da habe ich echt mal wieder Bock drauf, irgendwie, keine Ahnung, mit Avocado und Ei oder irgendwie so. Genau, dann durfte zweimal Milch mit 3,5% für meinen Kaffee, denn ich konnte mich leider in meiner veganen Woche nicht dran gewöhnen an diese Alpro Not Milk, heißt die, glaube ich. Und deswegen werde ich wenigstens in meinem Kaffee Milch trinken, aber ansonsten greife ich ja immer auf den Mandeldrink von Rewe Bio zurück. Dann habe ich aus dem Kühlregal noch mitgenommen Backmozzarella Sticks. Finde ich immer mega, mega lecker zu einem frischen Salat dazu. Genau. Und dann durften noch einmal die Backcamembert Minis mit. Sind auch immer ganz lecker zu einem Salat oder einfach so. Dann ist noch im Korb von Barilla die Vollkornlinguine. Genau. Die gehen mir demnächst aus und deswegen durften die auch noch mit. So, das war es jetzt so, was in dem Korb war. Da ist nur noch Spezialsalz für die Spülmaschine und auch Geschirrspülpulver. Das muss ich euch ja nicht zeigen. Ich zeige euch nur, was ich gekauft habe zum Essen. Und dann hole ich mal kurz die andere Tüte und machen wir weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe mitgenommen
Kichererbsen-Chips Paprika und einmal Kichererbsen-Chips Sour Cream. Die, beziehungsweise da habe ich eine Video-Idee und die brauche ich da dafür. Dann habe ich mir mitgenommen noch den Starbucks Kaffee Latte. Gerade im Auto habe ich mir ja den Kaffee Karamell gegönnt und den nehme ich morgen mit zur Arbeit. Dann sind hier noch drin 2 Äpfel. Genau, da gibt es glaube ich sogar auch Cashback. Und eine orangene Paprika, die war irgendwie so schön, die musste ich unbedingt mitnehmen. Dann habe ich mitgenommen Espresso, denn meiner ist ja gestern leer gegangen durch meine Kopfschmerzen. Dann habe ich noch den Milch gekauft, den mag ich ja am allerliebsten. Dann durften noch mit die Katjes Fred Fortune. Die sind wirklich mega, mega lecker und die brauche ich auch für diese Video-Idee. Mal sehen, wann das online kommt oder wann ich das mache. Das hat übrigens mit Instagram zu tun, also schaut unbedingt vorbei, denn da seid ihr gefragt. So, da musste ich mal ganz kurz die Speicherkarte leeren. Dann habe ich mitgenommen voll EP, Klassik, Nussig und Mild. Genau. Kommt auch zur Video-Idee. Dann dürft ihr noch mit Salatherzchen 2 Stück. Das ist übrigens mein liebster Salat, den ich habe. So, Bananen dürfen ja nie fehlen bei mir. Die gingen mir sogar aus und ja, ich musste das ganze Wochenende ohne Banane leben. Dann dürfte noch mit so ein Limettensaft. Tue ich ab und zu, wenn ich mal keinen Bock auf Wasser habe, einfach so einen Spritzer Limetten und Zitronensaft rein und dann trinke ich das wieder gerne. Dann habe ich noch eine Avocado mitgenommen und was mich ganz besonders freut, einen Mini-Hokkaido-Kürbis. Genau, der hat jetzt 720 Gramm, also er ist wirklich sehr, sehr klein, aber für mich total ausreichend. Da freue ich mich mega drauf. Dann durften noch Tortellini mit Käsefüllung, diese oder die mit Ricotta und Spinat, die esse ich eigentlich am liebsten. Und da ich heute noch Pesto übrig habe, wird es die heute geben. Dann habe ich nochmal Nudeln mitgenommen und zwar die Barilla, so ähnlich hier, so Rigatoni-Nudeln einfach. Genau, natürlich auch in der Vollkorn-Variante. Dann habe ich noch zum Snacken mitgenommen Erdbeer, Joghurt, Müsli-Riegel. So für zwischendurch. Dann habe ich was Neues entdeckt. Ich weiß es nicht, ob es das schon länger gibt. Ich kenne es auf jeden Fall nicht. Und zwar ist das Trinkporridge von Ruf. Und zwar einmal die Himbeer-Vanille-Variante und einmal die Erdbeer-Heidelbeer-Variante. So sehen die aus. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Und mal einfach so morgens als Snack, wenn es mal schnell gehen muss, keinen zugesetzten Zucker. Also sehr gut. Freut mich. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. So, die sind jetzt nicht ganz neu, die habe ich schon mal gesehen, die gab es auch schon mal im Rewe zu kaufen, allerdings gibt es die nicht mehr. Und zwar die Vitalis Kraftfutter Müsli Snack, einmal in der Cranberry Variante, dann einmal in der Schoko Variante, in der kenne ich sie noch nicht. Und einmal in der normalen puren Variante. Dann habe ich noch mitgenommen Sandwich Milk Cheese. Von Vasa, das sind so gefüllte Knäckebrote. Ja, da hatte ich auch schon mal eins mit Tomate. Fand ich jetzt nicht so berauschend, die Füllung, aber das ist jetzt halt hier eine Füllung mit so Mücken, Käse und deswegen gebe ich denen nochmal eine Chance. Und dann durfte auch nochmal was mit, die habe ich wirklich auch noch nirgends gesehen, in keinem DM. Und zwar Freche Freunde Apfel Blaubeer Fruchtchips. Ich kenne ja nur diese Erdbeerchips. Aber die habe ich wirklich noch nie gesehen. Der Einkauf hat jetzt so um die 60 Euro gekostet. Ich bin ein bisschen erschrocken am Anfang, aber wenn ich das so ansehe, ist das eigentlich ja schon okay. Ja, das war jetzt mein Einkaufsvlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Jetzt verlinke ich euch noch ein Video und den Abonnier-Button und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!